Da kickst du, wa? Kicken wird heute vor allem einer, nämlich Philipp, einer von Achims Lieblingskandidaten. Und der hat keine Ahnung vom Kochen. Deshalb gibt es heute wieder Nachhilfeunterricht. Ich hätte auch gerne einfach mal ein ernst gemeintes Lob von dir. Kann er doch ganz kurz sein? Ganz kurz. Vielen Dank. Los geht's mit einer Bratensoße. Da du ja sowieso schon fast, war, durch meine Ausbildung Sternekoche geworden bist. Krieg ich jetzt Sterneküche. Kriegst du jetzt, also einen Stern kriegst du noch, mal gucken, wie du dich nachher schlägst. Dann kriegst du vielleicht noch einen zweiten Stern, und zwar diesen hier. Aber wie gesagt, man weiß nicht so richtig. Auf die Plätze, fertig, los, ran an die Soße, lautet ab jetzt das Motto. Hier, Soßenbinder. Zum Andicken von dunklen Soßen. Genau, weil du bist ja mehr so der, Na? Sternekoch. Ganz genau. Also man muss ein bisschen doch Finesse muss da rein. Ein bisschen, ja, auf jeden Fall. Viel Gelaber, wenig Ahnung. Mach ich die aber nur kalt oder muss man die warm machen? Also eine warme, wie ist das? Na, wie du denn die anderen verschüttest. Unser Koch-Azubi klammert sich an das, was er kennt. Eier. Die Grundbasis jeder Soße ist Ei. Ist klar, Philipp. Das Schöne an dir, egal wie viel Nachhilfe Achim dir gibt, du hast keinen blassen Schimmer. Das ist ein Filet, wa? Das ist das Filet schlechthin, genau. So, ich muss jetzt irgendwie noch mal eine Überleitung finden von dem Ei zu meiner Soße. Ja. Ich probiere mal kurz was. Ja. So. Jetzt sind wir wieder in Schnee. Ich probiere jetzt einfach mal, gucken, was passiert. Ich höre schon, wie du jetzt zu mir sagst, guck mal, es wird braun. Ja? Aber Bratensoße ohne Fleisch? Also nimmt Philipp ein Stück Kassler. Oh! Was? Ja. Da läuft dir doch das Wasser im Mund zusammen, oder was? Alles läuft mir da zusammen, das schwör ich dir. Von hinten nach vorne, von vorne nach hinten. Kickst du, wa? Ja, du, da kick ich wirklich. Aber da kriegst so eine Ohren. Guck mal. So, das haben wir jetzt schon mal. Genau. Jetzt nehmen wir noch ein bisschen davon für die Farbe. Das genau. Ist ja, zack. Das schieben wir jetzt ein bisschen. In das Fleisch, übers Fleisch, durch das Fleisch. Man muss immer in Bewegung bleiben. Und ich sag dir, du fragst dich gleich, warum ich nicht Koch geworden bin. Lieber Philipp, mit Sicherheit fragt sich Achim das nicht. Wieder mal ein perfekt angerichtetes Gericht. Hm? Fleisch, perfektes Fleisch mit perfekter Rinderbratensoße mit braunen Stücken. Tada! Achim, bitte rette die Bratensoße. Übrigens, das Wort Bratensoße kommt in dem Falle jetzt von Bräter, von dem Bräter, der hier drin ist, also der hier sich darstellt, und nicht von Bratpfanne. Und Philipp wird erstmal zum Gemüseputzen verdonnert. Pass auf, jetzt hast du natürlich auch gleich erstmal das falsche Öl genommen, weil wir nehmen kein Olivenöl, sondern wir nehmen hier so schönes Sonnenblumenkernöl. Genau. Jetzt kann man ruhig genügend davon darin machen. Ja. Weiter geht's mit Gemüseschneiden. So, und dann schneidest du einfach so eine dicken Stücke, nicht zu dünn, ja, weil die müssen ja anbraten, und je dünner du die schneidest, umso schneller sind sie weg. Na, jetzt weggefault. Und das alles nennt sich Wurzelgemüse. Alles das, was du da hast, nennt sich Wurzelgemüse. Auch der Lauch. Ja, weil der hat auch eine Wurzel, oder nicht? Oder ist das ein Schmetterling? Nee. Ach so, dann ist gut. Die Möhren werden jetzt angebraten, und dazu gibt unser Meisterkoch ein großes Stück Kassler. Nächste Zutat, Sellerie. Und jetzt schneidet man alles in dieselbe Größe, wie das, was man vorher geschnitten hat. Ja? Das heißt also, du schneidest das ungefähr jetzt hier so durch. Dann schneidest du nochmal immer so durch. Und dann zack, zack, zack. Und dann mal gleich alles mit drin. Das kannst du gleich. Alles spart man Platz und Zeit. Und hier Geheimtipp Nummer 1. Da ich das ja schon ein paar Jahre mache, toll machst du das. Ja. Das sieht schick aus. Ein paar Jahre mache, habe ich festgestellt, dass edelsüßer Paprika und Kassler einen ganz hervorragenden Geschmack gibt. Nicht nur Farbe, sondern auch Geschmack. Und deswegen mache ich immer ein bisschen Paprika mit auf den Braten mit drauf. Guck mal, nur durch die Zugabe von dem Paprika hat sich die Farbe von dem Öl schon verändert. Siehst du? Auf dem Fleisch verteilt unser Chefkoch noch Tomatenmark. Auch das sorgt für eine schöne Farbe. Dann nehmen wir mal so eine schöne Entenkeule, wa? Und hauen die hier mit drin. Was sagst du denn jetzt? Geht doch, wa? Aber ich hätte gesagt, das funktioniert nicht. Also für mich wird das nicht zusammenpassen. Klasse Idee, denn Achims Ansatz passt für jeden dunklen Braten. Also wenn es so aussieht, ist es nicht verbrannt, ja, das ist sondern es ist ein Bodensatz, der sich jetzt durch das ganze Fett und durch den Tomatenmark und den Zucker gebildet hat.
Und den brauchen wir. Das Ganze löscht unser Chefkoch jetzt mit Rotwein ab. Rinderfond oder Wasser tun es aber auch. Jetzt lösen sich die Röste und die Schmackstoffe unten von dem Boden und du kriegst automatisch die Farbe. Ja. Was nicht fehlen darf, ist Achims Lieblingsgemüse, die Zwiebel. Die verleiht Geschmack und Bindung. Das verkocht nachher alles, also das siehst du nur noch sporadisch. Ja. Aber das hilft auch, die Soße ein bisschen einzudicken, ohne dass man so viel Mehl daran machen muss, ne? Ja, das stimmt. Und hier kommt Achims nächster Geheimtipp. Und insgesamt muss man jetzt dreimal oder man kann auch viermal Wasser zugeben. Mit kaltem Wasser auffüllen. Kaltes Wasser warum? Um das abzuschrecken, damit das Aroma und alles in der Frucht bleibt. Die Frucht im Gemüse. Genau. Jetzt schauen wir mal, ob die Farbe sich jetzt schon verändert hat. Das passt, wa? Und wir sind noch nicht mal fertig, weil jetzt müssen wir das, wie gesagt, dreimal runter reduzieren lassen. Das hat folgenden Sinn. Das Gemüse wird jetzt langsam weich. Ja. Die Flüssigkeit verdunstet. Wir braten nochmal, machen nochmal einen Bratenansatz im Prinzip. Und danach richtet sich, wie dunkel wir die Soße haben wollen. Nun gibt unser Meister noch geschnittenen Lauch dazu. Das Ganze nennt sich Gemüsebett. Geheimtipp, der nächste bitte. Das ist nicht weiter als karamellisierter Zucker. Ja. Vollkommen geschmacklos, aber farblich. Also es gibt ganz viel Farbe. Das ist braun. Genau. Und das, wenn man jetzt hier einen Tropfen drin macht, bloß nicht zu viel. Ja, und wie gesagt, es schmeckt nach nichts. Und es ist okay, eine Zusatzstoffe, guck da mal an, was du jetzt für eine Farbe hast. Zuckercouleur heißt das Geheimmittel. Und dann noch etwas schwarzen Pfeffer dazu. Pfeffer kann ruhig sein für den Bums, weißt du? Immer schön schwarzen Pfeffer, dann kriegst du Kraft drin, ohne Salz. Und nun rein mit dem Braten in den Ofen. 2 Stunden bei 180 Grad. Dann ist der Braten auch schon fertig. Und jetzt kostet man diese Soße. Sieht auf jeden Fall schon richtig gut aus. Pusten. Richtig gut. Echt? Richtig gut. Schön ein bisschen süß, ein bisschen hammerlecker. Heißt, Achim kann anrichten. Rahmsauerkraut mit Kassler und Kartoffeln. Und so kann Essen aussehen, wenn man sie Mühe gibt. Das sieht richtig gut aus. Genau. Und damit sind wir bei Aufgabe Nummer 2, einer hellen Soße. Ich brauche eine Schale oder einen Topf. Ein Topf ist eigentlich egal. Gib mir einen Topf, bitte. Philipp, fällt bei heller Soße nur eine ein, die Senfsoße. Also 3 Eier rein und rühren. Nun nehmen wir schon mal den Senf. Den brauchen wir sicherlich. Für meine Kochkünste ist das sehr passend. Alles, was edel ist, deswegen würde ich jetzt auch immer, wie du sagtest, Edelpaprika nehmen. Edelpaprika. Wenn Sie jetzt gerade eben das zugeschaltet haben sollten, das ist keine Kochsendung, das ist nichts zum Nachmachen. Das ist Philipp. Es ist mir aber noch zu dünn. Was kann man denn zum Verdicken nehmen? Vielleicht hilft dir Aufkochen. Oder doch lieber Mehl? Guck mal, guck, 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 guck. Das wird fest, das wird gut. Boah, Mehl ist halt immer so eine Sache, da muss man ordentlich beibleiben. Ne? Da musst du beibleiben, sonst wenn du das jetzt nicht richtig verrührst, dann bilden sich Klumpen und da bin ich ganz traurig. Guck dir die Arme an, das ist kein Problem. Ja, ja, ja. Jetzt werde ich einfach mal probieren. Ja? Na, ordentlich Salz ist ja dran und so, wa? Senflastig, aber gut. Achim, bitte zeig uns deine perfekte helle Soße. Als allererstes mache ich mir mal so einen Topf hier. Ja. Nur damit du siehst, dass es kein Hexenwerk ist. Dann nehme ich ein ordentliches Stück Butter. Jetzt mache ich sogar noch ein bisschen Pflanzenöl ran, damit die Butter ein bisschen mehr durchhält. Jetzt lasse ich die zergehen, also nicht braun werden, weil wir machen uns einen hellen Soßenansatz. Ja. Der helle Soßenansatz war, ist eigentlich für alles, was helle Soßen sind. Das heißt, das Geheimnis ist der eine einzige Soßenansatz. Und wenn du den drauf hast, kannst du alles. Weiter geht's mit einer Zwiebel. Die schneidet unser Chefkoch in kleine Stücke. Die helle, du sagst, es macht eine helle Soße. Ja. Ist das geschmacklich anders oder ist das, wenn die jetzt braun wird, ist das doch immer noch der gleiche Geschmack wie eine helle Soße, oder? Ja, nicht? Aber die wird doch nicht braun. Ja, außer du lässt es zu lange drin. Nee, dann ist das ein anderer Geschmack, weil eine gebratene Zwiebel schmeckt immer anders als eine, die gekocht ist. Ach so. Die Zwiebel kommt jetzt ins heiße Fett und wird gedünstet, bis sie glasig ist und nicht gebraten. Schmand und süße Sahne. Mit diesen beiden Komponenten hast du im Prinzip alles, was du für deine helle Soße brauchst. Die Masse würzt Achim jetzt mit Salz und weißem Pfeffer. Dunkle Soße, dunkler Pfeffer. Ja. Helle Soße, heller Pfeffer. Weil wir wollen eine helle Soße. Wir wollen eine helle, weil wir eine helle Soße wollen, genau. Nun gibt unser Chefkoch etwas Mehl dazu und bereitet zu eine Mehlschwitze. Sie ist die Soßengrundlage. Und dann kommen Schmand und Sahne dazu.
So, und jetzt kann man zum Beispiel, wenn man verrückt genug ist, ein bisschen Weißwein dazu. Ganz klein ein bisschen Weißwein dran machen. Jetzt ist er auf jeden Fall fertig, ja. Weil jetzt muss sie richtig erstmal aufkochen, damit der Mehlgeschmack rauskocht. Ja. Was könnte man jetzt da draus machen? Weiß ich nicht. Weißt du nicht. Pass auf, ich sag's dir. Man könnte jetzt eine Meerrettichsoße draus machen, wenn man jetzt da Meerrettich dran macht. Ach, du hast ja gesagt, das ist die Grundlage für alles. Wunderbar. Wenn ich jetzt Kapern dran mache. Hast du eine Kapernsoße? Habe ich eine Kapernsoße. Ne? So, würde ich jetzt Fischfond daran machen, hätte ich eine Fischsoße. Ja. Ja? So. Was ist Fischfond? Na, ausgekochter Fisch. Schmeckt denn nach Fisch? Ja, okay. Wo kommst du her? Flensburg, aber ich bin nicht so ein Fischfan, weißt du doch. Heißt, für jede helle Soße ist Achims Ansatz die Grundlage. Philipp kostet schon mal neugierig. Gut, wirklich gut. Einfach, gut und schnell. Und so lassen sich aus Achims Soßenansatz, je nach Belieben, eine Kräuter-, Kapern-, Käse-, Ei-, Champignon-, Speck-, Zwiebel-, Meerrettich-, Senf- oder Hühnerfrikassee-Soße zaubern. Und damit sind wir bei Soße Nummer 3, der Tomatensoße. Tomatensoße, ich nehme erstmal einen Topf. Ja. Nehme ich meine passierten Tomaten. Ja. Die haue ich jetzt einfach in den Topf. Und fertig. Nein. Nein. Denn Philipp nimmt noch 3 kleine frische Tomaten dazu. Wir brauchen nochmal einen Löffel. Schon wieder? Einen kleinen. Ach, den kleinen. Du hast jetzt schon Angst vorm Kosten? Ja, ich meine nur. Also, nee, na, gut. Das ist ja nun mal nur passierte Tomaten, das sind ja einfach nur passierte Tomaten. Naja, und Tomatensauce ist ja bestimmt nicht weiter wahr, oder? Nö. Nee. Zucker könnte ich ja noch ein bisschen reinhaben. Ja. Also Zucker und Pfeffer dran. Und jetzt sieht man auch schon, sieht einfach. Also, toll aus. Ja. So passierte Tomaten aus dem Tetrapack drin im Topf ist schon der Irrsinn. Also das ist schon Belladonna, sag ich dazu noch. Tomaten rein und rauf auf den Herd. Wenn das nicht genug ist, da hauen wir noch ein bisschen Tomatenmark rein. Wer scharf möchte, kann wobei ein bisschen. Wobei jetzt aber ein Schaf oder ein Kamel drin machen. Wer es Kamel haben möchte, kann ein Kamel drin machen. Wer es Elefant haben möchte, kann ein Elefant drin machen. Ganz also genau. Ansonsten ist er jetzt fertig. Wunderbar. Das war die schnellste Tomatensauce der Welt von mir, Philipp. Schnell war sie, aber nicht besonders lecker. Achim, wie geht's richtig? Was brauchen wir? Wir brauchen natürlich ein bisschen Fett, ist klar. Dazu nehmen wir jetzt normales Öl. Herd an, bitte. Und jetzt kommt der Hammer. Zwiebeln. Da kommen Zwiebeln drin. So, jetzt haben wir uns einfach ein paar schöne Zwiebeln hier gemacht. Dann nehmen wir diese passierten Tomaten. So, wunderbar. So, und jetzt sieht schon ein ganz klein bisschen nur anders aus als bei dir, stimmt's? Weiter geht's mit Tomatenmark. Übrigens, wenn man nicht ganz rauskriegt, dann rollt man hier einfach so eine Flasche rüber und dann ist das hier hinten leer. Du bist ein Fuchs, du. Ja, ich sowieso. So, und jetzt machen wir ein bisschen. Das verdickt ja vielleicht auch ein bisschen, ne? Genau, das dickt nämlich ein bisschen ein und gibt noch mal Geschmack. Ja. Verrühren bitte. Hast du noch einen? Man könnte natürlich auch ein bisschen Orangensaft drin machen, weil praktisch das Bittere von dem Tomatenmark wird durch diesen Orangensaft in Frucht umgewandelt. Zack. So. Jetzt haben wir die Basis für alles. Ja. Für immer die Runde rum. Wenn wir jetzt mediterrane Kräuter drin machen, dann haben wir im Prinzip eine mediterrane Tomatensoße. Wenn wir jetzt Wurst anbraten und das dazugeben, dann haben wir einen Wurstgulasch. Ja. Wenn wir jetzt da Paprika drin machen, haben wir eine Zigeunersoße. Also eine Zigeunersoße ist nichts anderes als eine Tomatensoße mit etwas verfeinerten. Mit Paprika und ein bisschen Speed. Wem die Soße nicht deftig genug ist, für den hat unser Chefkoch noch einen Geheimtipp. Und um den Geschmack, diesen rauchigen Geschmack wieder zu erreichen, bin ich auf die Idee gekommen, diese Trockenzwiebeln zu nehmen. So, vorher. Normale Tomatensoße. Mhm. Tipptopp. Und jetzt hauen wir einfach die Zwiebeln da rein. So. Und los. Riecht auf jeden Fall schon anders als schön da eben. Pusten. Ist heiß. Mhm. Hat was. Das ist wohl wahr. Und jetzt Soße Nummer 4 für Naschkatzen. Wir nehmen den Topf. Wir nehmen Schokolade. Ja. Und nun machen wir sie einfach warm. Wann hast du deine letzte Schokoladensoße gemacht? Das muss ewig her sein. Das war noch nie der Fall. Ja. Zu der Schokolade gibt Philipp Wasser. Fertig. Ist das genial oder ist das genial? Geschmack? Ich sag, war ein Tropfen, aber wenn es genial ist, dann. Hammer.
Es reicht. Wirklich genial. Und nun die Vanillesoße. Haben wir vielleicht sogar die Vanillepulver? Nee, wir haben Vanilleschoten. Wir haben die ganz edle Variante heute. Wir haben Vanilleschoten. Okay, dann geben wir mal Vanilleschoten. Das ist. Ui. Ja, war ganz edle. Ja, das ist aber auch wenig. Ja, das reicht, aber glaub mir. Nicht spielen, Philipp, kochen. Unser planloser Koch-Azubi entscheidet sich fürs Zerhacken. Dann die Sahne in den Topf und Vanilleschotenstücke dazu. Was mir jetzt noch nicht so gefällt, ist die Flüssigkeit der Sahne. Ich hoffe, dass es sich mit dem Aufkochen jetzt etwas gibt. Vielleicht hilft der Mehl. Jetzt zieht er durch. Ja. Ich würde gerne mal probieren. Ja. Da wirst du jetzt einen kleinen Schreck kriegen, aber macht ja auch nichts. Daran bist du ja gewöhnt. Wieso einen kleinen Schreck kriegen? Na, wenn es so nachher nicht schmeckt. Ich meine, das schmeckt nachher nichts. Süß ist die Soße, aber auch fest wie Beton. Das ist komisch, auf den Stücken rumzubeißen. Ja. Aber macht ja nichts. Vanillesoße à la Perfektion. Nee. Die Konsistenz ist mal wieder eine neue Neukreation. Irgendwie ist das anders, als ich was kenne, aber das ist nicht so schlimm. Was? Der Hammer. Wackel mal mit dem Kopf. Ich nick dazu. Ich finde das gut. Ja, sehr schön. Achim, zeig uns, wie es richtig geht. Zuerst gießt unser Chefkoch Sahne in den Topf. Aber Sahne ist nicht gleich Sahne. Es gibt ja verschiedene. Es gibt ja normale Sahne, es gibt Schlagsahne. Genau. Was würde ich dann jetzt da nehmen? Also die welche, die ist so 13%, also ganz wenig Fett drin. Mhm. Dann gibt es so 30%ige Sahne, dann gibt es 33%ige Sahne. Am besten ist die 33%ige Sahne, weil die also die Cremigkeit auch besser hergibt. So. Und dann macht man da einfach nur Schokolade drin. Also das heißt, ihr könnt jetzt eine Zartbitter-Schokoladensoße machen. Wie der Geschmack sein mag. Genau. Eine Vollmilch machen oder ihr könnt eine weiße Schokolade nehmen, wird eine weiße Soße. Mhm. Was soll die Sahne eigentlich bewirken? Einfach nur, ich glaube, die vermengenieren, also mehr Menge bringen. Mhm. Das denke ich. Super Idee, ist aber falsch. Das soll einfach verhindern, dass die Schokolade nachher wieder dieselbe Konsistenz hat, wie bevor darin gekommen ist. Ja. Was fehlt? Klar, ein Geheimtipp. Wenn dir die nicht süß genug ist, machst du einfach noch ein bisschen Zucker ran oder machst ein bisschen an dunkle Schokolade, machst du immer ein bisschen Weinbrand dran. Mhm. Und an helle Schokolade machst du immer ein bisschen hellen Rum ran. Okay. Und dann hast du einen ganz feinen Geschmack. Und jetzt die Soße einmal aufkochen lassen, fertig. Und wie ich dich kenne, willst du den Löffel ablecken? Klar, gerne. Aber schön pusten. Schokolade geht immer. Hammer. Mhm. Echt gut. Weiter geht's mit der Vanillesoße. Zuerst schneidet Achim eine Vanilleschote der Länge nach auf. Er braucht nur das Mark, das innen ist. Und das schabt er mit dem Messer raus. Dann gibt er das Vanillemark zur gesüßten Sahne in den Topf. Und alles, was jetzt noch in dieser Vanilleschote ist, das kochen wir aus. Jetzt kommen drei Eier ins Spiel. Die trennt Philipp. Also das Eiweiß vom Eigelb. So, jetzt nehmen wir das aber raus, weil das brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir haben jetzt sozusagen den gesamten Geschmack in dieser Soße. Das Eigelb setzt Achim auf einen Topf mit heißem Wasser und beginnt es zu schlagen. So, jetzt kannst du mit einer Kelle das langsam darin träufeln lassen. So, und jetzt merkst du schon, wie die Konsistenz sich verändert. Es wird wieder dicker, ne? Mhm. So, und jetzt siehst du schon, war dickflüssig, gelb. Vanillig. Genau. Und als krönenden Abschluss gibt es heute Vanilleeis mit Erdbeeren und selbstgemachter Schoko- und Vanillesoße. So, Philipp, jetzt bin ich auch völlig erschlafft, dass ich so viele Wissen wie ich weitergegeben habe. Hast du ein bisschen wenigstens was gelernt? Also, natürlich, wie immer. Ich lerne immer wieder dazu. Ja. Also ich lerne immer wieder neu. Dazu lernen kann ich nicht, weil das alles falsch war. Aber ist ja, ich habe wirklich gelernt. Wirklich gut. Gut. Und da hat dir alles geschmeckt? Sehr gut sogar. Gut, dann kriegst du von mir, das weil du bist ja jünger als ich, du wirst irgendwann mal mein Chef. Das denke ich. Ja. Vielen Dank.